Ja, ihr seht hier noch das komplette Paket von dem Extremwertproblem, der Extremwertaufgabe, wo ein Punkt zu wählen war auf der Funktion im ersten Quadranten, sodass wir dann hier ein Dreieck haben, das die Eckpunkte hat im Ursprung, hier unten auf der x-Achse und entsprechend der Punkte auf der Funktion. Der Flächeninhalt sollte maximal werden. Ich erwähne immer wieder, alles zu finden in der Playlist Extremwertprobleme, Extremwertaufgaben, Optimierungsprobleme. Ich wandle alles immer auch noch ab, damit ihr wirklich mit nichts durcheinander kommt. Jetzt die Abwandlung wäre, was ist, wenn es nicht ein Dreieck ist, sondern wenn ihr ein Rechteck habt, das heißt dieser Eckpunkt, dieser Eckpunkt, dieser Eckpunkt und auf der gleichen Höhe dieser Eckpunkt. Also dieser Flächeninhalt soll maximal werden. Das Einzige, was sich eigentlich ändert, ist am Anfang nicht die Flächenformel für ein Dreieck zu nehmen, also ein halb g mal h, sondern entsprechend, worum geht's, was soll maximal oder minimal werden, der Flächeninhalt von einem Rechteck. Und da schreibt ihr dann eben nicht ein halb Grundseite mal Höhe, sondern typischerweise einfach nur a mal b oder in diesem Fall eben, weil der Punkt in der Aufgabenstellung so betitelt war, U mal V. Ich kann also auch U mal V schreiben. Und entsprechend bei der Zielfunktion haben wir denn nicht ein Halbmal, sondern nur diese Länge U, das ist übernommen, und die Höhe, das hatte ich ja in dem Video erklärt, wenn ich die Leiter so hoch tapsel, dann ist das der Y-Wert von dem Punkt, also von der gegebenen Funktion, der Funktionswert von U, wenn ich U in die Funktion einsetze. Und deshalb bleibt die Geschichte eigentlich gleich. Und ihr müsst bei der kompletten Rechnung dann, bei dem kompletten Weg, eigentlich nur hier den Halb wegnehmen und dann aufpassen, ob sich irgendetwas abändert. Natürlich dann entsprechend hier wird die Zielfunktion anders und die Ableitung sieht etwas anders aus. Aber es ging hier wirklich nur um den Einstieg. Der Rest ist vom Ablauf her wirklich gleich.